Leute, wir gehen direkt rein. Kurze Frage, kann ich über dich jetzt drüber springen, wenn du dich hier hinlegst? Auf keinen Fall. Komm einmal. Nein, du fährst vorbei. Oh, Olympiaberg München. Als ob. Da kommt er. Ich dachte, sie legt sich so ganz platt auf den Boden. Also da brauchst du einerseits Skill und als Person, über die drüber gesprungen wird, viel Vertrauen. Weil jetzt ohne Witz, das war doch echt knapp. Guck mal hin. Upp. Alter. Willkommen als Mitarbeiter in unserem Baumarkt. Hier ist Ihre Arbeitskleidung. Ja, ich sehe nicht. Sehen Sie es einfach mal an. Alter. Das ist unsere einzige Regel hier. Die Kunden dürfen sie nie ohne den Umhang sehen. Aber der macht mich ja unsichtbar. Das heißt, die Kunden... Warte, ist das im Baumarkt so? Sieht man da nie Verkäufer? Dürfen mich nie sehen. Das heißt, ich muss nicht zur Arbeit kommen. Doch, doch, sie müssen schon da sein. Und die Kunden müssen sie auch aus so einer Distanz von 100 Meter sehen können, damit sie wissen, dass jemand da ist. Hä? Und wenn sie dann auf sie zulaufen, um was zu fragen, dann gehen sie halt schnell in den Gang. Und werd einfach unsichtbar. Ja, perfekt. Und was mache ich, wenn es aus Versehen schief geht? Ich muss sagen, im Normalfall finde ich das eher ätzend, wenn Leute mich fragen, ah, hallo, kann ich Ihnen helfen? Nee, ich guck hier nur, alles gut. Und die Kunden mich halt finden. Was fragen. Sagen Sie mal einfach, was Sie machen. Und dann bin ich richtig unfreundlich und tue so, als wäre die Frage richtig dumm, aber sag ich schau kurz nach und dann komme ich nie wieder. Als Ruhrtalent. Ja, chillig. Krasse Fehler in Videospielen. Wenn man in Cyberpunk einen Rollstuhlfahrer angreift, kann er plötzlich laufen und rennt vor dir weg. Vielleicht ist es aber auch gar kein Bug und er hat nur so getan, als könnte er nicht laufen. In Spider-Man konnte man einfach übers Wasser laufen. Das Spiel dachte wahrscheinlich, man wäre in der Luft und deshalb konnte man auch Tricks machen. Aber Spider-Man war ganz geil, ne? Das habe ich auch mal gespielt. Hallo Harry, coole Frisur. Hallo Ron, danke, du auch. So Kinder, ich bin nicht verrückt, aber der brennende Becher hat gesagt, heute ist Tag des Sports, nur in tödlich. Und alle dürfen mitmachen, außer Harry Potter. So, mal sehen. Hä? MacPot. Junge, Harry Potter sieht so gruselig aus, Mann. Was ist mit dem los? Tom, Harry, hast du deinen Ausweis in den Becher gesteckt, hä? Hast du deinen Ausweis in den Becher gesteckt? Harry, weißt du schon das Neueste? Hermine ist ein Mädchen. Was? Das Turnier geht los. Was ist denn Harry Potter? Glaube ich, es war keine gute Idee, tollwütige Drachen in der Schule freizulassen. Die machen alles kaputt. Ja, langsam glaube ich, werden keine unschuldigen Schüler entführen und unter Wasser anketten sollen. Ja, langsam glaube ich, wir hätten Voldemort nicht einladen sollen. Bitte, was? Endlich habe ich wieder die schönsten Haare. Wo sind meine Haare? Hallo, Voldy. Harry Potter. Ey, jetzt mal Real Talk. Was er einfach für einen Aufwand betreibt, allein für die Kostüme, für so ein relativ kurzes TikTok oder YouTube Short. Krass. Da muss ich sowieso mal hier rein da. So, jetzt komme ich. Väter an Vatertag. So. Klingt dann wie bei mir. So, heute Vatertag, eine schöne Radtour, so wie sie's gehört. Mit Jürgen, Werner und der Hackfresse. Wir haben genug Luftpumpen dabei. Einer davon hat zwei Beine und heißt Torben. Leute, heutiges Motto, keine Gnade für die Wade. So, hier, ein bisschen Anschwung. Ja. Aber jetzt aber. Ja! So, Männer, es komm! Ha? Wer bremst, verliert! Nicht zum Spaß hier. Wo es bergauf geht, geht es auch wieder bergunter. Aua! Torben kommt von der Seite, wa? Torben! Ja, schalten ist kein Geheimnis, ne? Anfänger, echt. Ich habe mit meinem Vater auch letztens eine Fahrradtour gemacht. Das hat Spaß gemacht. Auch wenn er irgendwann Pause machen wollte. Schöne Aussicht, ne? Ja. Werner, mach mal eben ein Foto, bitte. Ich finde das an sich ja gut, wenn man es macht, im Nachhinein zumindest. Aber mein Vater ist halt jemand, der macht super gerne einfach Fotos, damit man Erinnerungen hat. Wie zum Beispiel Fahrradtour mit seinem Sohn. Aber, weiß nicht, ich mache halt einfach nicht gerne Fotos. Sondern es ist, ja komm, lass mal ein Foto machen. Oh, Papa, jetzt vielleicht nicht, können wir das nicht nachher machen? Nee, komm. Und ach, ja. Mal eben ein Foto von mir und meinem Drahtesel. Dass du alles drauf hast, ne? Hast du eins? Wenn du eins ohne Brille irgendwie? Das ist für Elite-Partner. Also, ich habe mich angemeldet. Meinst du, scheiße? Ach, Quatsch. Ich habe schon ein paar Granaten gesehen. Ja, aber hallo. Deswegen muss ich mich auch ein bisschen fit halten. Aua. Den kenne ich. Dass dieser Julian Bam den Paletto mal am Flughafen getroffen hat. Das ist nicht Julian Bam. Das ist er wieder. Sascha,
Was? Habe ich verschlafen? Gut geschlafen? Es wird mal Zeit, dass du mal ein bisschen Sport machst, ne? Warum haben sie uns jetzt geweckt? Ja, es ist jetzt 6 Uhr morgens. Also genau die richtige Uhrzeit für ein bisschen Frühsport. Und spielen wir dann wenigstens Fußball? Ich dachte dann eine kleine Jogging-Einheit. Ich hab's immer gehasst, wenn man irgendwie so, weil wenn man Leichtathletik gemacht hat im Sportunterricht, da musste man vorher immer so ein paar Runden laufen. Also, wer ist dabei? Sascha? Ja gut, ich schlaf da mal weiter. Boah, nee, gar keinen Bock. Simulanten! Alleine, wenn der Sportlehrer um 6 Uhr morgens die junge Klasse fährt, man ist froh, dass man gerade mal eingeschlafen ist. Das ist jetzt Zucker mit Honig vermischt und lauwarm Wasser. Bruder. Für die Bienen. Das ist nicht zu viel für die. Und dann sind hier jetzt im Deckel Löcher drin. Und das machen wir jetzt oben auf den Korb drauf, dann können die sich das raussaugen. Da seht ihr die Bienen drin. Alter. Oh, ist der Deckel überhaupt drauf? Ah, ja, aber das lübt doch jetzt. Gut so. Da müsste jetzt ein Unterdruck entstehen und dann könnten die... Oh, ich dachte gerade, mich hat an den gestochen. Schock mich nicht. Boah, ich muss hier weg. Heute ist kein guter Tag. Es hat den ganzen Tag geregnet. Dann sind die aggressiv. Ein Akro. Ja. Also die Bienen sind versorgt. Das ist bei der Königin so, wenn die nichts finden in der Natur, dann produzieren die sozusagen auch keine neuen Bienen. Also dann legt die Königin keine Eier. Legt erst wieder viele Eier, wenn die wieder neues Futter haben. Und da die jetzt künstlich neues Futter kriegen, sozusagen, wie... Oh, Alter, jetzt geht's recht. Ich meine, nach dem Bottich, jetzt wird produziert. Jetzt würde jetzt viel blühen. Müssten die Königinnen in den Körben jetzt wieder anfangen, mehr Eier zu legen. Und dann müsste das Volk nochmal stärker werden mit Winterbienen, so dass sie gut über den Winter kommen. Da kann man jetzt cool gucken, wie lange sie brauchen, bis das Glas leer gesnackt ist. Bienen sind echt faszinierend. Wenn du dir jetzt eine Glatze rasierst, hast du auch eine gute Zeit. Ja, mach ich. Warte, warte. Ein paar Sekunden später. Die rasieren jetzt einfach einem Zuschauer eine Glatze. Nee, nee. Wer ist der? Habe ich irgendwas verpasst? Das sind die Bro-Titos. Aber wer ist der Junge? Er zieht durch. Hey, Digga, du hast durchgezogen. Also auch einfach einen stabilen Arsch. Aber es sah ganz fresh aus. Es ist ja auch gar nicht so eine richtige Glatze. Glatze wäre ja, glaube ich, nochmal, wenn man nochmal mit dem richtigen Rasierer drüber geht, weißt du? Dass sich das Ding spiegelt. Und jetzt eine Minute. Auf die Plätze, fertig. Weil bei dem sah das ganz fresh aus. Guter Hungerschuh, ja, guter Mann. Ah, jetzt kann er sich Sachen aus dem Laden aussuchen, oder was? Junge, ich würde einfach alle Schuhe. Jo, die Vaporfly oder whatever. Ich kann dir auch was abnehmen. Oh, ich nehme dir was ab. Schiemann schon noch? 8 Sekunden noch. 8 Sekunden. Ach du Kacke. Hier, hier. Gönn dir die Trikots. Aber es sieht eigentlich ganz fresh aus bei ihm, oder? Maschine, Alter, Maschine. Das ist 1445. Ach ja, egal, dem Emil gönn ich's sehr gut. Ja, der wird richtiger Playboy jetzt. Richtiger Playboy. 1400. Läuft. Und hier für euch, Leute, Part 2. Ah, guck mal, das ist in der BMW World. Auch in München. Nein, ich fahre. Da war ich auch schon mal. Boah, das war knapp, sorry. Aber sag mal, hättest du nicht Bock, mit mir zusammen ein Video zu drehen? Nein? Warum denn? Ich hab gesehen, dass ihr schon eins gemacht habt. Nicht. Aber Jalla, ich bin doch einer der schnellsten BMX-Fahrer der Welt. Das ist ja nicht schnell, ja. Warum? Aber als ich dann in dieses Auto einstieg von ihr, wusste ich nicht, was mich erwartet. Und plötzlich drückte sie das Gas. Oh, warte, was ist das für einer? Ein BMW? M3? Competition? Irgendwie so in der Richtung. Ich bin halt durch und ich dachte, mein Schwein pfeift. Die ist doch verrückt, Mann. Aber dann hatte ich eine neue Idee gehabt. Um sie noch mehr zu beeindrucken, weil ich sie wirklich cool fand, fuhren wir in den Skatepark und ich zeigte ihr meinen neuen Trick, den Upside-Down-Bean. Und haltet euch fest, Alter. Was jetzt kommen wird, damit hat sie niemals gerechnet. Ja, das haben wir heute schon gesehen. Aber es ist schon krass. Ich bin nie BMX gefahren. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich fand halt irgendwie so ein bisschen Mountainbike geiler. Weil es gab immer so den einen oder anderen Kollegen, der dann auch ein BMX hatte. Aber wenn du irgendwie von A nach B gefahren bist, Junge, er musste immer übertrieben strampeln. Oh Junge, ich bin so müde von diesem ganzen... Inventarlogik in Minecraft. Meinen... Oh Junge, diese Blöcke wiegen halt einfach gefühlt eine Tonne. So, 5 geschafft, nur noch 200 weitere. Hey Bro, was machst du da? Ah, moin Bro, ich bin gerade am Meinen, aber ich bin echt fertig. Hey, ich könnte dir helfen, wenn du willst. Ey, ist ja echt super, ich brauche gefühlt eine Armee, um diese ganzen Blöcke zu transportieren. Ach, so viele Blöcke sind es doch gar nicht, das würde ich sogar alleine schaffen. Egal, werf sie einfach zu mir. Oh, hier, bitte. Nur ein Block? Ach komm, lass mich dir helfen, dann geht es schneller. Bro, was? Wie kannst du so viele von diesen Steinen tragen? Einer dieser Blöcke wiegt gefühlt eine Tonne. Ach, das ist ganz einfach. Du musst sie nur auf magische Weise schrumpfen und zack, ist es kein Problem mehr. Schrumpfen? So, jetzt sind sie alle schön in meinem Inventar aufgeräumt. Aber nur 64. Nicht? Mann, ist das ein geiles Spiel. Alter, hier bist du ja. Ich hab dich überall gesucht. Wo soll ich denn sonst sein? In der Schule fragen alle seit Wochen nach dir. Es sind Ferien. Warum sollen die nach mir fragen? Oh, Ferien. Ey, ich vermisse einfach Ferien.
Oh, das war's immer so. Ey, Sommerferien. Ich hab's letztens, glaube ich, schon mal gesagt. Genießt bitte eure Sommerferien. Nochmal jetzt 6 Wochen frei machen. Ja, klar. Ich bin YouTuber, ich könnte 6 Wochen einfach nichts machen. Das Problem ist, dann kommen aber auch 6 Wochen lang keine Videos. Aber es ist einfach so, die Welt steht praktisch still. 6 Wochen Sommerferien. Oh, Junge, ich hab so viel reingesuchtet. Die Ferien sind seit 2 Tagen vorbei. Meine Güte, wie lange habe ich denn gezockt? Ostern geht aber auch immer schnell vorbei. Ostern? Ich rede von den Sommerferien. Als ob ich hier 3 Monate nur dieses eine Game gezockt habe. Oh, es waren auch keine 3 Monate. Siehst du, also alles easy. Es waren 1 Jahr und 3 Monate. Ach du Scheiße. Junge, was hat er für ein Game gezockt? World of Warcraft? Jetzt ist auch egal. Ich geh wieder rein, denn... Ja. Also, ich sag eine Sache, weil das auch einem Kollegen von mir passiert ist. Verkackt bitte euer Leben nicht oder eure Schule wegen Videospielen. For real. Ganz ehrlich, also macht es nicht. 19-jähriges Mädel ist süchtig nach Schnuller. Leute, es wird immer schlimmer. Die 19-Jährige hat ein großes Geheimnis. Sie muss immer an ihrem Schnuller nuckeln. Richtig großes Geheimnis. Wenn sie an dem... Oh, aber ist das nicht schlecht für die Zähne? Ich glaube, das ist nicht gut. Dann werden die so abgerundet oder irgendwas passiert mit den Zähnen. Ein Teil unterwegs nuckeln. Aber jetzt wird's lustig. Vorsicht, mach die Augen auf. Nämlich ist der Schnuller auf den Boden gefallen. Sie wird doch nicht etwa... Nein! Das ist nicht lecker! Ja gut, also draußen, wenn er kurz mal runterfällt, wischst du ein bisschen ab und dann wieder rein mit dem Schnuller. Eine Viertelstunde bist du zu spät. Ich hatte einen Unfall. Der Unfall? Mach die Augen auf! Ein Schnullerunfall. Du bist mein allererster Nuki. Du wirst für mich immer das Besonderste bleiben. Sagt meine Ex-Freundin heutzutage auch noch über mich. Was ist? Spaß. Lass mich doch mal! Nein, komm jetzt bitte! Was machst du da? Wir gehen jetzt beide zur Kasse und jetzt wird bitte. Die ist ja noch gut. Egal, hinterlass ein Abo. Wie lange hat man eigentlich einen Schnuller? Nisa, tu jetzt die Soße drauf. Ach du heilige Mathilde. Oh Gott, Pulver, Nisa. Oh mein Gott, okay, stopp. Das ist irgend so eine Süßigkeit, ne? Was ist das? Oh mein Gott. Wow. Komm, mach weiter. Wow. Es ist so lecker. Was? Die 50 Euro haben sich sowas von... 50 Euro? Wofür? Aber da unten steht's doch, ich Trottel. Die schärfste Gurke der Welt? Willst du auch probieren? Das ist eine Gurke? Ich dachte, das wäre irgendwie so ein riesiges Gummibärchen oder so. Aber ja gut, macht Sinn. Drauf. Ach du heilige Mathilde. Weiß nicht, irgendwie sieht das richtig ekelhaft aus. So Leute, ich würde sagen, Paletto holt sich jetzt auch so eine geile Gurke. Und ihr chillt jetzt. Guckt weitere Videos oder lasst ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.